Hi, hier ist mal wieder Pranay und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Diabolo-Lernvideo. Heute zeige ich euch, wie man das Diabolo mit einer Schlaufe im Kreis andreht oder auch auf Englisch die sogenannte Loop Acceleration. Mit dieser Andrehtechnik kriegt das Diabolo die höchstmögliche Geschwindigkeit, die er für alle Tricks braucht. Das ist auch die Standard-Andrehmethode, wie es Diabolo Fortgeschrittene und Profis machen. Auf geht's! Also, als erstes nehmt ihr das Diabolo in die Schnur und dreht es an auf eure Art und Weise. Gut wäre, wenn ihr schon die Schlaufe könnt. Wenn ihr sie noch nicht könnt, schaut doch einfach in einem anderen Video vorbei. Ihr nehmt das Diabolo in die Schlaufe und dreht es schon ein bisschen an. Jetzt hört ihr einfach mit der Bewegung auf und geht mit dem rechten Stab nah zum Diabolo. Jetzt drückt ihr und zieht nah am Diabolo. Drücken und ziehen. Drücken und ziehen. Drücken und ziehen. Das ist ein bisschen tricky rauszufinden, wie stark man wieder drücken muss und wieder zurückziehen muss. Es darf nicht zu viel Spannung da sein, aber auch nicht zu wenig. Die Schnur sollte nicht so locker in der Luft rumwirbeln, ja. Aber wenn ihr zu viel Spannung aufbaut, dann wird das Diabolo sich auch nicht drehen. So, machen wir das gleiche nochmal. Also, keine Schlaufe im Diabolo. Jetzt macht ihr eine Schlaufe ins Diabolo, geht nah zum Diabolo und jetzt drücken und ziehen, drücken und ziehen. Das Zurückziehen ist schon etwas, vielleicht sogar etwas stärker als das Drücken, das Ziehen. Das wäre der erste Schritt bei der sogenannten Loop Acceleration. Der nächste Schritt wäre dann, damit es auch rund wird, dass ihr, wenn ihr mit der rechten Hand das Diabolo wieder zurückzieht, dann geht ihr mit der linken Hand unter das Diabolo. Und das Ganze sieht dann so aus. Drücken, ziehen, drücken, ziehen. Und jetzt beim Ziehen, also hier, ziehen mit der linken Hand und das Diabolo. Und wie ihr seht, macht das Diabolo dann eine Kreisbewegung. Und mit dieser Kreisbewegung könnt ihr dann sehr, sehr viel Geschwindigkeit aufbauen, was ihr für alle möglichen Tricks benutzen könnt, wie zum Beispiel den Aufzug. Wenn das am Anfang noch nicht so klappt, wie es gerade bei mir aussah, ist das ganz, ganz normal. Für diesen Trick braucht ihr ein bisschen Zeit, um das Gefühl zu bekommen, wie viel Spannung ihr in der Schnur haben müsst und zu ziehen. Und auch dieses Runde ist gar nicht so einfach. Also gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Aber es lohnt sich wirklich, diese andere Methode zu üben, weil erstens dreht das Diabolo sich dann viel, viel schneller als bei allen anderen Methoden. Und zweitens hilft das euch bei anderen Geschichten, wie zum Beispiel beim Diabolo hochwerfen oder ihr könnt es auch mit Tricks kombinieren. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen, wenn ihr das mit dem Hochwerfen kombiniert. Das habe ich euch übrigens auch in einem anderen Video gezeigt. Schaut da doch einfach mal vorbei. Also, ihr dreht das Diabolo an mit der Schlaufe und geht mit links drunter, damit es einen schönen Kreis ergibt. Jetzt könnt ihr zum Beispiel aus der Schlaufe rausgehen, aber bleibt noch in dieser Kreisbewegung. Geht mit rechts wieder raus und dann ist das Diabolo frei. Und ihr könnt es hochwerfen zum Beispiel, ohne die Bewegung zu stoppen. Jetzt zeige ich euch das Ganze noch aus einer anderen Perspektive. Ihr geht in die Schlaufe, dreht am besten schon etwas an, geht nah zum Diabolo mit dem rechten Stab. Und jetzt drücken und ziehen, drücken und ziehen, drücken und ziehen. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr das schon ein bisschen könnt, mit der linken Hand drunter und ziehen und ziehen und ziehen. Und dann könnt ihr einfach wieder mit rechts aus der Schlaufe rausgehen. Und schon dreht sich das Diabolo schön schnell.
Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Üben von dieser André-Methode. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!